Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich möchte mal wieder ein kleines bisschen Ausrüstung vorstellen. Und zwar habe ich mir hier so eine schöne Spielsache zugelegt, weil war billig zu haben und weil wollte ich haben. So, es ist normalerweise so, ich renne normalerweise immer mit einer Armbanduhr rum. Ich habe hier meistens dieses total billige Sportarmbanduhrchen hier. Das kann nichts, außer mir sagen, wie spät es ist, hat theoretisch noch eine Stoppuhr, die Scheiße funktioniert und das war es auch. Aber die ist wenigstens schön schlank, trägt nicht groß auf und das ist mir für den Alltag eigentlich wichtig. Ich mag auch gerne schickere Herrenarmbanduhren, so ist das nicht. Und ich habe da auch ein bisschen was. Man hat ja sonst keinen Schmuck als Mann, aber ja, Uhren mag ich schon gerne, muss ich sagen, ne? Muss ich gestehen. So, und dieses Teil hier hat jetzt also erstmal die Spezifikation, eine Uhr zu sein. Und ich dachte, na, vielleicht wäre es doch ganz witzig, eine spezielle Walduhr, eine Survival-Walduhr eben entsprechend zu haben. Und da hatte ich halt das Ding hier entdeckt mit Paracord-Armband. Klar kann man sich sowas auch selber machen, aber ich hätte jetzt auch kein Uhrengehäuse samt Uhr natürlich griffbereit gehabt, an das man Paracord dran machen kann. Hier zum Beispiel geht es nämlich nicht. Und wie gesagt, meine gute Uhr, bei der wäre das theoretisch sicherlich möglich, aber die möchte ich eigentlich ungern auf dem Wege irgendwie riskieren, dass ich sie dann verhunze. Und ich habe auch nicht das Werkzeug, um das normale Metallarmband, was an der guten Uhr dran ist, abzubekommen. Also zum Beispiel meine andere gute Uhr. Naja, gut, so viel zum Hintergrund. Deswegen halt eben dieses Teil hier angeschafft und stelle jetzt Folgendes fest. Im Grunde gar nicht mal so schlecht. Das ist natürlich wieder mal irgend so ein Billigzeug aus China. Oder sonst woher. Wurde relativ schnell geliefert, sprich war in Deutschland lagernd und musste nicht erst aus China hergeschifft werden, auch wenn das natürlich irgendwann der Fall war. Und für diejenigen von uns, die gerne da jetzt darauf hinweisen, dass das unökologischer Mist ist, stimmt, ist es. Aber hin und wieder kann auch ich nicht anders, als mir dann doch mal hin und wieder so einen Quatsch zu kaufen, weil ich einfach neugierig bin, wissen will, taugt das was? Die Rezensionen auf Amazon waren erstaunlich gut zu dem Ding. Und ja, und deswegen zoome ich jetzt mal raus und lege es spaßeshalber mal an. Das ist gar nicht so einfach, weil aufgrund dieses Verschlusses hier, wie ihr seht, das natürlich jetzt nicht so, das ist schon ein bisschen eine Fummelerei und wenn man jetzt da nicht so ein bisschen Übung hat und generell zwei linke Hände hat, dann kriegt man das nicht ganz so gut da drum. So, ich persönlich bin ein leider Handgelenk-Bulimie-Leidender, ne? Weil ich habe ein doch ziemlich, wie man sieht, schmales Handgelenkchen und da passt das Teil natürlich problemlos drum. Wer jetzt so richtig männliche Handgelenke hat, der hätte da vielleicht Schwierigkeiten. Ich kann es auch noch ein gutes Stück den Arm hochschieben und dann sitzt es ehrlich gesagt schon ganz bequem. Das sieht vielleicht optisch ein bisschen fragwürdig aus, was aber egal ist, soll ja nur eine Survival-Armbanduhr sein und mein weißer Urfträgerfleck sitzt entsprechend auch deutlich weiter unten. Ist aber wurscht. Ich dachte zuerst, als ich das bekommen habe, dieser Knopf hier zum Einstellen könnte stören, tut er aber tatsächlich beim Gebrauch, beim etwas weiter hochschieben, dann überhaupt nicht. Da sitzt sie dann auch gut, da wackelt dann auch nichts. Da kann man also ordentlich durch den Wald rennen und sieht von der Rückseite her auch wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ist aber okay. So, Uhrzeit ablesen, funktioniert. Ansonsten, was kann die Uhr noch? Naja, die hat noch so ein nachleuchtendes Ziffernblatt und fertig. Keine Stoppuhr, kein irgendwas, nix, gar nichts. Kann bloß die Uhrzeit anzeigen, auch keine Datumsanzeige, fertig aus. Dann haben wir hier auf der Rückseite, das habt ihr wahrscheinlich schon entdeckt, eine Feuermachschnalle mit Pfeife. Und es gibt noch diesen großartigen Kompass, aber ich sag's euch gleich, der ist scheiße, der funktioniert nämlich schlicht und ergreifend nicht. Man kann ihn vielleicht alle 100 Jahre mal zufällig so halten, dass er jetzt wirklich mal kurzzeitig mal nach Norden zeigt. Das bringt aber nichts, weil da kann man ja nur kontrollieren, ob er gerade nach Norden zeigt oder nicht, wenn man sowieso weiß, wo Norden ist. Darauf verlassen kann man sich nicht und damit ist der für den Eimer. Den könnte man im Prinzip abmachen, wenn er hier nicht so sehr gut zugegebenerweise in das Paracord-Armband eingeflochten wäre und man ihn so einfach gar nicht rausbekommt und mir der Aufwand echt zu groß ist, die Schnur extra aufzumachen und nochmal neu zu flechten, allein um den Kompass hier rauszukriegen. Das ist dann doch ein bisschen nervig. So, ne? Wie gesagt, sonst haben wir noch die Funktion, dass wir pfeifen können und wir können Feuer machen und wir haben Schnur natürlich und wir haben eben eine Armbanduhr. Machen wir das Ding wieder ab und probieren die Feuergeschichte noch kurz aus. Ne? Da haben wir einmal hier auf dieser Seite und ich würde empfehlen, den Striker hier rauszuziehen. Den Striker.
Man kann das natürlich auch da drin lassen und dann mit der Uhr so irgendwie versuchen, sein Feuer zu streiken. Das sieht aber erstens doof aus und zweitens klappt es auch nicht so gut. Und auf dieser Seite hier haben wir eben entsprechend einen Feierstil. Hab den schon ein bisschen mit rumgespielt, deswegen sieht er auch schon nicht mehr ganz so jungfräulich aus. Und wir haben eben die Pfeife. Testen wir kurz die Pfeife. Tada, Pfeife funktioniert nicht. Warum funktioniert die Pfeife nicht? Naja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Pfeife auf der Rückseite hier so einen Knopf hat. Seht ihr den? Und wenn man ein Messerchen hat und da schon vorher ein bisschen dran rumgefummelt hat, dann kriegt man den vergleichsweise mit vertretbarem Aufwand da auch raus. Ah, weg ist er. Und da kommt dann zum Vorschein was Weißes. Und was ist das jetzt? Naja, wenn man ein Messer hat, und davon gehen wir jetzt mal aus, scheiße, und schon steckt's drin. Tja, jetzt müsste ich im Wald mir ein Stöckchen schnitzen, das fein genug ist, mit dem ich das dann wieder rauskriege. Hier habe ich jetzt gerade nur ein Stück Kienspan, sollte auch reichen, um entsprechend das da wieder rauszukruscheln. Tada! Und wir haben das Weiße zum Vorschein gebracht. Was ist jetzt dieses Weiße? Naja, die Uhr ist ja zum Feuer machen. Und da diese Uhrschließe, Clipper, Feierstile jetzt nicht unbedingt gerade das Highlight schlechthin sind, sollte man dann wirklich einen verflixt guten Zunder griffbereit haben, wenn man wirklich damit was anzünden möchte, es sei denn, man ist MacGyver oder Bear Grylls oder wer auch immer, oder die Typen, die in den Kommentaren jetzt hinschreiben, dass sie das hinkriegen, weil sie voll ultra toll sind. Das glauben wir euch natürlich, selbstverständlich. Jeder, der irgendwo anonym im Internet schreibt, wie toll er ist, ist es selbstverständlich auch. Keine Zweifel angebracht. So, aber hat man jetzt hier so einen sehr tollen Ultrazunder, wie jetzt in meinem Fall, na? Tja, der Vorführeffekt. Eben hat es gut funktioniert. Aha, naja gut, dauert ein bisschen, macht ja auch nichts. So eilig hat man es dann ja doch nicht, aber man kann mit dieser Uhr tatsächlich relativ simpel entsprechend ein Feuerchen machen, und mit der Flamme, die wir da gerade gehabt haben, hätte man jetzt auch problemlos irgendwas anderes, nennenswert Größeres anzünden können. Und wenn man jetzt kein Depp ist, was das Feuermachen angeht, hätte man jetzt eins. Ne? Also einmal ein Feuer anzünden ist mit dieser Uhr komplett problemlos möglich. So, und nachdem wir jetzt den Feueranzündbollen da rausgenommen haben, funktioniert auch die Pfeife. Na gut, doch nicht. Achso, man muss noch das Deckelchen. Wo ist das Deckelchen? Das Deckelchen müssen wir noch wieder drauf machen auf der anderen Seite. Na, komm. Alles sehr filigran und ein ziemliches Gefummel. Und wie gesagt, jetzt sollte die Pfeife wieder funktionieren. Tada, tut sie auch. Ja, und der Kompass, wie gesagt, der ist für den Eimer. Den kann man im Grunde wegschmeißen. Die Uhr selber ist in Ordnung. Weiß nicht, wie lange die Batterien halten. Und die kann halt auch echt nichts Tolles. Und man muss sie auch hin und wieder mal frisch einstellen, weil es ist nicht gerade ein Schweizer Präzisionsuhrwerk, was da drin tickt. Ja, man kann sich das Teil schon zulegen und man kann da auch mal im Wald mit rumrennen. Und ich finde die schon ganz witzig und muss zugeben, dass die Option, dann noch ein Feuerchen am Handgelenk mit sich herumzutragen und eine Uhr dabei zu haben, schon irgendwie nicht schlecht ist. Selbstverständlich gibt es solche Schließen hier auch für nochmal erheblich weniger Geld, auch zum Feuermachen durchaus geeignet, für stinknormale Paracord-Armbänder. Da gibt es ja dann teilweise jetzt noch die fancysten Sachen, was da sonst noch zusätzlich dran ist. Da gibt es auch Firecord, wer das schon mal gehört hat. Also Paracord mit einem zusätzlichen Zunderstrang eingenäht und dann ist da teilweise noch eine Säge und ein Fishing-Kit eingenäht. Lasst mich mit Fishing-Kits in Ruhe. Also ist schon toll, was da alles gibt, dieses Ding mit Uhr. Das wollte ich jetzt auch unbedingt mal ausprobieren und irgendwann werde ich mir auch noch mal so ein anderes fancy Paracord-Armband zulegen, aber jetzt noch nicht. Ja, und dann bleibt noch darauf hinzuweisen, wo kriegt man das her, wenn man es haben möchte? Ihr fragt ja sowieso, der eine oder andere von euch. Und da ich keine Amazon-Links setzen möchte, habe ich einmal gemacht und habe gleich Schimpfe bekommen. Und deswegen lasse ich das lieber gleich sein. Sage ich euch einfach, wie das Teil heißt. Schreibe euch da unten irgendwie den Suchbegriff hin und dann könnt ihr selber rumsuchen. Und wahrscheinlich werdet ihr es nur bei Amazon finden. Ich habe es auch nirgendwo anders her, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Und ja, Amazon ist böse. Es ist so verdammt schwierig, nur immer nicht böse einzukaufen, dass ich das nicht ganz hinkriege. Ne? Weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ich habe da meine Schwierigkeiten und hin und wieder muss dann da auch mal eine Bestellung beim Teufel persönlich sozusagen sein. So, macht's gut. Kleine Ergänzung, selbstverständlich kommt das Teil aus China und ist damit demzufolge auch wieder böse, weil es wahrscheinlich irgendein Designer mal designt hat und die Chinesen ihm sein Design geklaut haben und dann entsprechend günstig nachgebaut und alles total böse. Und wahrscheinlich komme ich jetzt in die Hölle, weil ich sowas besitze. Aber naja, immerhin friert man da nicht. Aber jetzt wirklich tschüss.